I was dreaming about your bacon omelet. Oh yeah. Now finish your coffee. Der Junkyard, der ist hier hinten, ne? Ja, bauen wir hier, würde ich sagen. Eine kleine Kurve rein. Oder wir bauen das hier hinten einfach so ein bisschen gerade ran. Oder wir bauen das hier so ran. Das ist ja auch cool. So, ja, passt doch. Und dann können wir hier nämlich den Junkyard auch ranbauen. So. Passt, hier oben ist das jetzt. Dann können wir hier noch ein bisschen... Hier noch ein bisschen Arcadia Bay ausbauen. Ich versuche das so ein bisschen ungefähr zu machen auf der Karte. Vielleicht blende ich die Karte auch mal ein ins Let's Play, wenn ich dran denke. Um das so ein bisschen ungefähr da so nachzubauen. So, wir haben hier oben die Blackwell Academy. Vielleicht müssen wir die sogar noch ein bisschen höher bauen. Aber geht nicht. Dann nehmen wir die Straße, lassen wir einfach weg. Da bauen wir nichts hin, würde ich sagen. Keine Gebäude. Das Problem ist nur, was mir jetzt gerade auffällt, ist natürlich, erstens, ein bisschen aufteilen hier, ein bisschen machen das ein bisschen. Ah, so. Ich würde jetzt gerne mal eine Karte von Arcadia Bay in Dings sehen, wie das so ein bisschen aussieht. So ein bisschen, vielleicht nur ein bisschen Gewerbegebiet. Hier unten sind ja die Fischerhütten und so wahrscheinlich. Da können wir auch so ein bisschen hier so ein kleines, leichtes Gewerbegebiet hinbauen. Nicht zu groß, dass sie auch keine zu großen Sachen bauen. Dann fangen wir hier an, immer wieder Häuser ranzusetzen. Zack. So sorgen wir eben dafür, dass sie nicht zu große Gebäude bauen, sage ich mal. Zack. Zack. Wir haben natürlich einen europäischen Stil drin, wenn jetzt einige sagen, wie soll denn das gehen? Aber diese kleinen Gebäude, finde ich, glaube ich, sehen gar nicht so europäisch dann aus, die kleinen Häuser und so. Ich glaube, das kann man doch dann so anbieten. So. Immer wieder so. So, dass nicht um die Idee kommt, so große Häuser zu bauen, sage ich mal. Vielleicht werde ich das Ganze auch ein bisschen noch größer bauen, nachher mehr Wohngebiet noch ausbauen. So. 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 Das können wir ja eigentlich immer ganz machen. So. Können wir hier noch ein bisschen Wohngebiet ransetzen. So. 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 Passt. Hier ein bisschen leichtes Gewerbegebiet noch ran. Dann müssen wir hier gleich noch den... Vielleicht können wir gleich wirklich noch den Sandstrand bauen. Das fände ich ganz cool, wenn wir dann noch Sand hinlegen könnten. Und natürlich fehlt Blackwood Academy noch, aber die scheinbar habe ich die nicht. Also normalerweise habe ich sie gedownloadet, aber da scheint da irgendwie ein Download-Fehler zu haben. Das wird natürlich hier oben auch noch nachher eingesetzt. Keine Sorge, ich habe es nicht vergessen. So. Der Junkyard, das war der Schrottplatz, ne? Hab ich sowas wie einen Schrottplatz? Das wäre cool, ne? Irgendwie sowas wie einen Schrottplatz hier zu haben. Ich habe hier nur Parks, ne? Einen Schrottplatz habe ich jetzt nicht. Aber vielleicht gibt es sowas. Vielleicht kann ich da wirklich gleich mal gucken, ob wir einen Schrottplatz finden. Das wäre cool. Wie viel haben wir denn jetzt? 52 Minuten. Dann würde ich sagen, bauen wir jetzt erstmal noch den Rest von Arcadia Bay hier. So ein bisschen Wohngebiet noch. Und dann gucke ich in der nächsten Folge mal danach, dass ich das Blackwell Academy auch finde. Und so. Dann müssen wir so ein bisschen noch Wasserversorgung brauchen. Natürlich Arcadia Bay auch noch. Und ich würde wirklich gerne in den Kommentaren wissen, was haltet ihr von Arcadia Bay oder was haltet ihr von diesen Projekten oder diesen speziellen Sachen, die ich jetzt hier nachbaue ab und zu mal. So. So. Strom müssten sie ja eigentlich auch haben, ne? Können das hier unten erstmal wieder wegnehmen. Die Blackpool Academy kommt noch, wie gesagt. Jetzt wollte ich aber einmal gucken, ob ich hier unten noch Sandstrand hinkriege. Das wäre super. Ist hier eine Küste? Geht's hier hoch? Nee, ne? Sah gerade irgendwie so aus. So, wir können den Bodenbelag ändern. Da bin ich mir ziemlich sicher. Irgendwo ging das. Was haben wir denn hier? Birke? Nein, suche ich nicht.
Irgendwo konnten wir den Bodenbelag ändern. Ich habe es irgendwo gesehen. Bin mir ziemlich sicher. Ich will da Sandstrand haben. Quickie-Markt. Ja, das kommt auch noch. Oh, das wäre cool, wenn ich so ein kleines Springfield... Ich habe so viele Ideen, was man nachbauen kann, so ein bisschen in die Stadt. Springfield wäre cool. Schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr von Springfield? Und was haltet ihr von Mordor? Nicht ganz Mordor, so ein kleines Gebiet mit dem Vulkan, mit dem Schicksalsberg und dem Barad-dûr habe ich ja. Was haltet ihr von der und den? Rundumrum nur Industrie. Auch cool, oder? Hat irgendwie auch was, finde ich. Könnte man auf jeden Fall auch noch machen. Schreibt mal dazu, was ihr von den Ideen haltet. Und schreibt mir mal dringend in die Kommentare, nächstes Mal Terraforming mit euch oder ohne euch. Das würde mich echt mal interessieren. Was suche ich jetzt? Ich suche immer noch, dass man die Dings anpassen kann. Ich finde es aber nicht. Gefälle-Werkzeug. Ich will... Dings haben, sag ich mal. Ich will... Sandstrand haben. Finde ich aber nicht, wo man denn hier Dings machen kann. Das finde ich gerade wirklich nicht. So. Hat Acadia Bay eigentlich Industrieanlagen? Hm, ich guck gerade mal hier drauf. Eine Gasstation, Dings, ne? Lumbermill. Also eine Holzfäller-Dings haben sie. Bisschen Industrie haben sie doch hier unten auch vielleicht. Vielleicht kann ich da sogar so kleine Industrie-Sachen bauen. Mal gucken, wie es aussieht später. Hm, ein bisschen, einfach mal, um es vielleicht ein bisschen anders auch aussehen zu lassen. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Müssten wir nachher mal gucken. Werden wir dann sehen, würde ich sagen. So. Soll ich mal Play drücken? Mal gucken, ob die jetzt hier schon anfangen zu bauen. In Acadia Bay. Das Two-Beds Diner kriegt nachher auch noch natürlich Strom. Im reduzierten Betrieb. Und natürlich braucht das hier der Leuchtturm auch noch Strom da oben. Kriegt das auch noch. Bauen wir gleich hier hoch. Bauen wir das innen oder nach außen? Innen sieht besser aus. Oder wenn wir jetzt drauf gucken, ich will nur, dass man das möglichst nicht sieht. Vielleicht hier wirklich durch den Tannenwald. Sieht man das schlecht. Hoffentlich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich hoffe, man sieht die Stromleitung nicht so stark. Wir müssen natürlich hier hinten auch noch alles beim Leuchtturm anpassen. Aber das kommt alles noch. Aber die Stromleitung müssen leider erstmal, sonst kriegen die nämlich hier, kommen die nämlich überhaupt keinen Strom hier. Ja gut. Müssen wir noch einen kleinen Moment warten, bis die hier gebaut haben. Könnte ein bisschen dauern, bis die alles zugebaut haben, ne? Wenn ich hier nur einen Anschluss habe an Strom. Wie sieht denn das aus, wenn ich jetzt hier so ein bisschen Industrie auch habe? Kartonfabrik. Ja, das passt, würde ich sagen. Das sieht sogar gar nicht schlecht aus, finde ich. Das passt hier rein ins Bild. Wenn die nicht zu stark ausbauen, passt das hier richtig rein. Wasser braucht das hier oben auch, Tatsache. Wir brauchen den Leuchtturm Wasser. Na gut. Natürlich. So. Stromleitung. Ich glaube, ich baue jetzt erstmal hier eine Stromlinie einmal hinten rum. Sieht vielleicht nicht so schön aus. Aber es geht jetzt erstmal darum, dass ich die Acadia Bay auch mit Strom versorge. Und hier hinten rüber baue. Und dann hier hinten das anschließe. So. Und, wie gesagt, gleich ist schon vorbei, sage ich mal. Gleich habe ich schon morgen an Acadia Bay hier. Vielleicht ein bisschen die Bäume noch entfernen in dem Stadtgebiet. Ich glaube, das sieht nicht so gut aus, wenn hier zu viele Bäume sind. Müsstet ihr aber mal sagen, wie ihr das findet. Oder sind das zu viele Bäume? Müssen ein bisschen. Moment, wo kommt das Wasser her wieder? Ich dachte, das Wasser ist weg. Hier ist schon wieder Wasser, ne? Tatsache. Wo kommt denn das Wasser schon wieder her? Oder Gezeiten oder sowas. Nee, ne? Also irgendwie, ich hoffe, ich habe das mit dem Wasser hier nicht zu stark kaputt gemacht. Aber gerade war hier wieder Wasser. Warum auch immer. Ich hoffe, das fließt jetzt nicht die ganze Zeit hier durch die Stadt runter. Das wäre natürlich doof. Überschwemmung in Acadia Bay. Schon wieder. Aber hier ist echt, das Meer ist hier unruhig. Ah, passt schon, würde ich sagen. Ja, passt schon. Was hier interessant wäre, wenn ich hier mal ein Kraftwerk hinbaue, ne? Ich hoffe, ich überschwemme damit nicht alles. Und hier in... Ja, das fließt hier in die Richtung, ne? Das fließt auch nicht stark, es fließt aber in die Richtung.
Vielleicht krieg ich dann, kann ich dann Acadia Bay da ein bisschen von abhalten. Werde ich jetzt aber noch nicht bauen. Baue später. Ist mir auch zu riskant, da werde ich vorher mal speichern. Also ich hoffe, ich habe das mit dem Wasser hier nicht kaputt gemacht. Aber hier steht schon wieder alles unter Wasser. Was soll denn der Quatsch? Warum ist das hier immer wieder unter Wasser und dann wieder nicht? Verstehe ich nicht. Alle Bäume stehen ja auch unter Wasser, ne? Da unten stehen alle Bäume auch unter Wasser. Nee, Wasser dürfte da nicht mehr sein, ne? Nee. Dann nehme ich wahrscheinlich hier ein paar Bäume erstmal gleich wieder weg. So, einmal Bäume wegnehmen, bitte. Kleiner, bitte. So. Ah, das wird durch. Einmal hier gucken. Ah, hier. Hier muss das ganze Gebiet ein bisschen höher. Hier schwappt das nämlich irgendwie immer rüber, das Wasser. Ich glaube, es sind wirklich Gezeiten, was hier gerade passiert. Wir müssen das Ganze hier anheben, das ganze Gebiet. Oder ist das hier eine Wasserquelle, die immer wieder herauf schwappt? Verstehe ich nicht. Ja. Ach, wir müssen die Straße hier wahrscheinlich nochmal wieder kreisen. So, zack. Machen wir Acadia Bay erstmal wieder kaputt. Ja, super. Da werden sich jetzt einige denken, was macht er da schon wieder? Aber ihr habt es ja gesehen. Irgendwie ist das ganze Gebiet hier immer wieder überschwemmt. Na, ein bisschen runter muss das schon noch. Zack, zack, zack. Ich muss. Oh, oh, oh. Hier ist irgendwie hoher Wasserspiegel, ne? Oder habe ich hier den Meeresspiegel erhöht? Ach, Mann. Nee, Meeresspiegel ist hier nicht erhöht. Selbstwasser to Sea Level. Vielleicht geht's ja jetzt. So. Müssen wir das Ganze wieder runtersetzen. Ich habe jetzt einmal gerade das ganze Gebiet hier wieder kaputt gemacht. Ich hab's drauf. Geil. Aber hier ist echt niedriges Grundwasser, ne? Aber, ja. So. Einfach hier, würde ich sagen, das ganze Gebiet hier wieder ein bisschen größer und dann anpassen. So. Ist das jetzt zu steil, die Küste? Ne, passt, finde ich. Passt. Und hier ist zu niedrig. Die Straße muss leider nochmal weg. Vorne auch. Das ist hier passt auch. Und mir fällt gerade ein, was ich machen wollte, damit die Straßen nicht alle so gleich aussehen. Ach, wir haben hier einen Tunnel. Na super. Ist das wirklich ein Tunnel? Funktioniert der? Der funktioniert tatsächlich. Cool. So. Lass mal das nochmal wegnehmen. Das ist jetzt zu niedrig hier alles, ne? Kommt gleich wieder die Straße. Keine Sorge. Ich muss noch ein bisschen wahrscheinlich das Ganze noch ein kleines bisschen wieder runtersetzen. Die Größe natürlich kleiner machen. Nein. So, zack. Das ist zu heftig. Ich muss die Stränge ein bisschen runterschrauben. Soll nicht so heftig runter. Oh, Alter, nicht zu heftig. Ich hoffe, ich mache das Ganze jetzt hier nicht wieder kaputt. Gerade sah es so schön aus. Ich mache alles wieder kaputt. Mach alles wieder kaputt hier. Ah, alles nur wegen so blödes Wasser. Mensch, 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 Mensch. Hier ist eine Brücke jetzt, ne? Jetzt hat er hier raus eine Brücke gebaut. Ich krieg die Krise mit City Skylines. Lalalala. Er macht mein Acadia Bay kaputt. Warum machst du mein Acadia Bay kaputt? Warum, warum? Jetzt sag nicht, dass das hier nicht mehr geht. Weil hier zu steil oder sonst ein Scheiß. Gut, dann muss das nochmal wieder weg. Zack, das Two Ways muss nochmal wieder weg. So. Wenn ich jetzt das Two Ways da wieder hinbauen will, wo haben wir denn das Two Ways? Ist das ausgewählt? Wahrscheinlich nicht. Ist das das Two Ways? Nein, ist das das. Ach, Tudum, jetzt darf ich wieder suchen. Wo war das? Freundlicher Stadtpark. Nein. Real Supermarkt. Ich denke mal, Real Supermarkt. Das ist ein Real Supermarkt. Müsste ja eigentlich auch noch ein bisschen runtergesetzt werden dahinter, ne? Weil das Two Ways liegt da jetzt nicht wirklich an der Klippe dahinter. Aber so, das kann man, glaube ich, so lassen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Jetzt ist, glaube ich, das Ganze ein bisschen höher hier. Aber wenigstens ist dann die Küste nicht so in Gefahr und nervt nicht immer rum. Vielleicht können wir das Ganze jetzt ein bisschen hier, die ganze Küste, auch ein bisschen ranziehen. Aber das werden wir nächste Folge sehen, was ich damit mache. Macht's gut und schreibt mir mal, wie ihr mein Acadia Bay bisher findet, in die Kommentare. Bis dahin,
mit dem Sicht auf den Leuchtturm da oben. Hatte ich nicht gerade eine Wasserversorgung gebaut und hat er die wieder abgerissen? Ich habe eine Wasserversorgung gebaut, aber was ist mit der hier schon wieder los? Dann habe ich die hier nicht angeschlossen. Hier ist der Problem. Das Problem wurde gefunden. So, jetzt komm, schließ die hier irgendwo an. So, jetzt, zack. Jetzt müssten die da oben auch Wasser kriegen. Genau. So, und damit sage ich erstmal wieder tschüss. Macht's gut aus Arcadia Bay, a.k.a. Arcadia Bay in Super City. Mein eigenes Arcadia Bay. Bis dahin. Versuch so ein bisschen den Loading Screen nachzuahmen. Muss ja immer so ein bisschen näher ran, ne? Naja, Ground Level geht auch nicht. Egal. Bis dahin. Man sieht die Leuchtturm leider nicht so schön. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.